glaube, ich habe dann Lust, das Ding hier gleich an den Start zu setzen und dann einfach mal zu gucken, wo es einfach überall dran fehlt. Das wird auf jeden Fall interessant. Wie viel dann durch das Drehen alles kaputt gegangen ist. Finster. Mein Monitor ist halt jetzt auch wieder in den Nachtmodus gegangen. Das macht es für mich gerade echt schwierig, hier noch irgendwas zu sehen. Deswegen, naja, gut. Auch weil ich hier halt schon so lange jetzt streame, will ich dann auch langsam mal zum Schluss kommen. Aber irgendwie lässt es mich jetzt auch gerade noch nicht los hier so richtig. So, wie gesagt, das Zeug wollen wir hier nicht weggeigen. Das mögen wir nicht. Aber das Zeug hier. Das kannst du ruhig wegmachen. So, wo sind die Klärwerke? Hier. Da der eine. Da der andere. Und der hier. Wieder die Greifer. Ja, ich weiß. Das ist gut. Also ich weiß es nicht. Ich hätte es vergessen. Danke, dass du mich daran erinnerst. Aber auf der rechten Seite habe ich sie schon gesetzt. Gut, was fehlt jetzt hier eigentlich noch? Fehlt hier überhaupt noch irgendwas? Ich würde sagen, das ist es so. Und ich würde das jetzt einfach mal an den Strom anschließen wollen. Um dann zu gucken, was da passiert. Okay, Strom ist dran. Ganz links noch Waterfill. Ja, das stimmt. Hier. Hier ist es unter, nee, genau. Oh, hier wird unter das Falsche weg. Nee, das habe ich schon korrigiert. Okay, sehr gut. Yo, Waterfill. So, habe ich die Schwimmflossen mit? Warte mal, das klappt doch niemals. Das machen wir mal anders. Das machen wir mal so hier. Offshore. Da. Habe ich keine mehr. Pause mal. So, hier hin. So, fertig. Okay, hier fehlt Strom. Aus Gründen. So. Jetzt fehlt da kein Strom. Doch. Hat der hier irgendein Ding nie gesetzt gehabt? Weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, theoretisch sollte jetzt hier alles laufen. Hier fehlt noch Strom. Aus Gründen. Da fehlt auch noch Strom. Ja, den habe ich vergessen. Ach, hier habe ich einen Mac gemacht. Weil ich die Rohre neu setzen muss. Stimmt. Hier habe ich ihn auch weggemacht wegen den Rohren. Und hier oben habe ich ihn einfach vergessen gerade. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, holen wir mal das Popmonium ran, Junge, da. Ja. Das ist schon. Das ist auch schon da. Ach, falsche Rezepte sind hier drin. Ja. Klaromat. Das müsste man natürlich auch nochmal ändern. So, hier ist. Hormoniumzerkleinerung ist hier angesagt. So. Ich mache das mal alles ein. Ich muss die hier auch nochmal ändern. Die müssen jetzt Hormonium. Der kleine des Bobmonium müssen die da raushauen. So. Auch. Die hier. Ja, pack hin. Und die hier auch. So weit, so gut. Dann funktioniert der Abschnitt von der Maschine schon mal. So, jetzt müssen wir denen hier noch sagen, dass die auch Bobmonium machen. So, Moniumverarbeitung, alles rein. Dann müssen wir da auch gleich die ganzen Filter setzen. Was ein bisschen schwieriger wird, weil ich es nie einfach kopieren und ziehen kann. Natürlich ein bisschen doof, aber was soll's. Alter. Aber gleich läuft's. Gleich läuft's. Naja, wir sehen hier noch keine Ausgabe. Ich werde die ganzen Bäume noch wegreißen müssen, weil die mir jetzt hier im Weg sind. Alter, ist das groß. Alter, ist das groß, was ich hier gebaut habe. Hahaha.
Ja, das ist schon eine Ansage hier. Ja, Lomat. Alter, wie viel ist denn das noch? Das ist ja der Wahnsinn. Okay, wir haben's. Wir haben's gleich. Ich muss hier überall die Ausgabe noch machen. Kann ich das nicht einfach irgendwie kopieren? Ich glaube, ne? Ich glaube nicht so einfach zumindest. So, du. Kann ich dich einfach auf Popmonium mitsetzen? Kann dich mal auf alle setzen, ne? Weil du hast ja Platz. Passiert, wenn ich dich auf alle Klumpen setze, hier. Klumpen. Alter, Klumpen, du. Ja, komm, mach ich mal die, genau. Setz. Alle setzen. So. Ja, 5. Oh nee. Oh nee. Oh nee, das waren ja hier lange. Kann ich gar nicht machen. Der hat jetzt hier irgendwo die falschen Dinger drin. Ja, egal. Hier. Klumpen. Hormonium-Klumpen. Kopieren Sie. Wir müssen dann gleich mal gucken, was hier für ein Ding rauskommt. Für ein Kristall, meine ich. Was kommt denn hier für ein Kristall raus? Sieht man das? Eine rote Geode. Okay, hier. Geode. Rot. So, 3, 4. 5, 6. Ach. Oh, macht der nichts? Rote Geode. Hau raus. Was ist los, Junge? Die violette Geode. Ich seh's nicht. Das ist der komische Nachtmodus. Das sieht bei mir gleich aus. Der mit Geode. Das hier ist die rote, oder? Ne, das ist violett. Das ist die rote. Okay. Die sehen so ähnlich aus, sorry. Die unterscheiden sich bei mir bloß ein ganz dünnes bisschen in der Helligkeit. Mehr unterscheiden die sich nicht. Und. Ärger mich doch nicht, Spiel. Pack hier die rote Geode dran. Komm. Muss das dann gleich irgendwie kopieren. Falsche Geode, ja. I know. Geode. Rot. Ich hoffe, ich kann das gleich irgendwie. Die Steuerung Z machen. Ne? Bei den Dingern kannst du nicht Steuerung Z machen. Ärgerlich, ärgerlich. Okay, so. Ich hätte gerne mal kopiert. Das ganze Ding hier. Danke. So, das machen wir jetzt auf allen rechten Seiten so. Das müsste eigentlich auf allen rechten Seiten funktionieren. Versuchen wir jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, ob es auf allen rechten Seiten funktioniert. Ja, sieht aber gut aus. Müsste. Gut. Nimm das Ding hier weg. Komplett. Und gleich neu setzen. Mit den richtigen Einstellungen jetzt. Ist das richtig? Nee, so ist es richtig. So ist es richtig. Gut. Pack hin. Ja, das sieht vielversprechend aus.
das sieht vielversprechend aus. Das könnte geklappt haben. Hervorragend. Okay. So, und das funktioniert jetzt immer, wenn das Ding rechts ist. Das ist bei dem hier, ne? Bei dem hier aber wieder. Sehr schön. Das machen wir jetzt einfach. 50 Mal. 50 Mal und dann haben wir's. Dann haben wir's geschafft. Ärgert mich das Spiel nochmal kurz vor Schluss. Und sowas. Ja, ich sehe hier aber auch nicht, wann die Dinger richtig stehen, ne? Ja doch, hier so. Das ist aber nicht ganz so leicht zu sehen. Hier wäre es jetzt cool, wenn die Roboter einen Ticken schneller wären, tatsächlich. Hier merkt man es jetzt, dass sie noch lahm sind. Ich meine, es geht trotzdem unglaublich viel schneller, als wenn ich das von der Hand machen müsste, aber mit richtigen Robotern geht das halt doch einen Ticken schneller. Und ein Ticken hey, ist unglaublich viel schneller. Und das mag man. Unglaublich viel schneller ist schön. Das hat man gerne. Ja, hier, komm. Sammel den ganzen Laden nochmal ein. Alter, das dauert jetzt schon so lange. Da eigentlich echt aufhören. Ich meine, die Folgen hier, die kommen eher irgendwann dann nächstes Jahr auf YouTube raus. Aber wir haben schon... Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben einen übelsten Vorsprung, aber das ist gar nicht so schlimm. Gegenüber, also Twitch gegenüber YouTube. Abrissplaner auf Filter setzen. Das stimmt, das könnte man machen. Eine gute Idee. Hier, Whitelist. Die weißen Filter. Wissen wir, welche das sind? Hm. Filter. Ach ne, das sind die gelben und die roten. Okay, gelbe und rote Filter sind das. Das sind die. Und das sind die. Das ist eine gute Idee. Damit müsste es schneller gehen. Weil ich mir jetzt die Roboter so ein bisschen spare. Weil die ganzen Rohre jetzt hier neu machen müssen. Und ich sehe besser, dass ich auf der richtigen Höhe bin. Wenn ich es einfüge. Weil dann ein Haufen blau wird. Und wenig rot. Und das sieht man doch gut. Hey, nice. Das geht. Okay, als nächstes hier. Cool. Und dann können wir das gleich nochmal für die andere Seite machen. Ich glaube, wir kriegen das doch heute noch zum Laufen. Dank dem Tipp jetzt. Per Blueprint. Geht das besser? Ich meine, der setzt ja nie die Filter um, ne? Oder? Tut er das inzwischen? Meine letzte Erinnerung ist, dass die nicht die Filter umsetzen. Außer das Objekt muss eh neu gesetzt werden. Sehr gut, das läuft auch. Alter, wie viel ist denn noch? Ja, echt unglaublich. Ich habe erst die Hälfte von den Maschinen, ne? Ich muss ja die ganze Chose dann noch auf der anderen Seite auch nochmal machen. Immerhin haben die Roboter genug Strom. Das ist schon mal eine Maßnahme. Den nicht, ey. Aber ich glaube, bei euch geht's. Ich denke, bei euch macht das keinen Unterschied. Ich glaube, für euch ist es normal dunkel, sag ich mal. Ach ja, hier, die werden nicht verwurstet gerade. Weil ich hier noch immer umsetzen muss. Die hier müssen rote Geode verarbeiten. So, und dann funktioniert das hier nämlich. Ändert ansonsten nichts. Versuche es doch mal drauf zu setzen. Kann ich machen. Ich denke, wie gesagt, das ändert nichts. Die hier haben wir schon gemacht. Die hier müssen wir mal. Dann setze ich einfach mal drauf. Nee, nicht. Okay, gut.
Einfach draufsetzen, Jungs. Einfach draufsetzen. Dann werden die Filter gesetzt. Okay. Das macht die Sache doch ein bisschen einfacher. Doch ein bisschen einfacher. Kann ich jetzt hier mal bitte durch? Danke. So, ich muss jetzt den hier nämlich noch nehmen. Den müssen wir jetzt noch mal kopieren. Auch von hier oben ab. Bis hier runter. So, der muss jetzt immer dahin gesetzt werden. Ich glaube, hier passt das aber nicht. Ich glaube, hier passt das nicht. Also ich sehe es leider nicht, aber ich glaube, es passt nicht. Mal gucken. Doch. Doch, das passt. Das ist nice. Das ist richtig, okay. Waren bloß irgendwelche anderen Rohre. So, sehr schön. Nice. Okay, das geht schneller. Ja. Sehr gut. Das ist ja so super, dass der jetzt die Blueprints setzt. Die Filter. Das ist echt nice. Ja, sauber. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. So weit, so gut. Was wir jetzt hier noch brauchen, ist der hier. Der muss Bobmonium-Klumpen filtern. Bobmonium-Klumpen. Los geht's. Okay, das sammelt sich jetzt alles noch in einem Bahnhof, das fertige Zeug, wie bei dem anderen Ding auch. Das ist mir aber gerade noch Wurst. Denn das wird erst, das ändere ich erst beim nächsten Mal, also quasi im neuen Jahr dann. Jetzt bin ich erstmal froh, dass das hier arbeitet. Wir müssen jetzt bloß gucken, dass es auch durchläuft, weil eventuell ist noch irgendwo irgendwas kaputt und der läuft deswegen nicht so richtig durch. Und da müssen wir halt nochmal sehen. Zum Beispiel wird das Ding hier arbeiten. Ja. Die legen bloß auf eine Seite vom Band. Warum denn das? Ach, ja, weil ich die doof kopiert habe, deswegen. Das stimmt. So, die ersten drei legen auf die Innenseite. So, hier überall. So, jetzt wird wenigstens doppelseitig hier beladen. Dann steht hier nie die Hälfte doof rum. Genauso wie hier. Die sind rot, weil einfach nicht so viel gebraucht wird gerade. Okay, hier steht es auch. Das ist auch in Ordnung. Hier steht die Hälfte. Aha. Houston, wir haben ein Problem. Ich habe hier manchmal das Zeug vertauscht. Was hier lange und was kurze sein müssen. Damn it. Okay. Deswegen sind hier teilweise Geoden drin. Aber wir sehen ja, wo es schief gelaufen ist. Der hier würde gerne Klumpen ausladen. Warum darf der das nicht? Der Klumpen macht hier drauf. Ah ja, das ist richtig, okay. Nur der hier stimmt. Ne, hier müssen wir es umdrehen. Okay, der hier ist kurz. Und kurz. Sehr gut. Und dann müssen wir die jetzt hier lang machen. Lang und lang.
Kopieren. Kopieren, 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 kopieren. Kopieren, kopieren. Und kopieren. Dann kopieren wir das Ding jetzt hier mal. Mit dem müssen wir nochmal irgendwo setzen. Da, wo es falsch ist. Hier ist es richtig. Hier ist es, glaube ich, falsch, ne? Oder stimmt das hier? Ich sehe es nicht. Ich glaube, das stimmt hier in dem Falle. Ja, das passt, genau. Er ist immer bloß hier hinten dann. So, ändern. Passt das hier jetzt auch wieder? Genau. Bloß hier nicht. Dann muss es geändert werden. Okay. So, und jetzt müssen wir erstmal das faule Zeug hier mal rausholen. Sehr gut. Selbe hier drüben. Dioden rausschmeißen. Das Bobmonium müssen wir dann auch bei der Geodenverarbeitung rausziehen. Das ist nochmal ein Problem. Das ist ja klar. Soweit so gut. Und hier drüben nochmal. Oh, hier war schon einige. Einige falsch. So. Leer machen, genau. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Klumpen hier rauskriegen. Die das jetzt hier verstopfen müssten. Wo ist es denn überhaupt? Kann mal bitte wieder Tag werden, dass ich was sehe? Das wäre so schön. Herrlich, Jungs. Ja, hier geil. Das ist gut. Können wir hier einfach stehen, bis die Klumpen weg sind. Das ist ganz gut. Dann kann ich die Klumpen in irgendeine Sortieranlage reinschmeißen. Bei deinem ersten Versuch sind Klumpen und Erz aufs falsche Band gelangt. Verstopfen dieses. Okay. Muss ich gleich auch nochmal gucken. Holy moly, wie viele Klumpen kommen denn jetzt hier noch? Ist der Wahnsinn. Da lief ein bisschen was falsch, ne? Da lief ein bisschen was. Oh, es hört langsam auf. Von unten ist es schon vorbei. Ein bisschen noch von oben Klumpen. Nee, ein paar sind noch drunter. Klumpen. Ah, du bist bereits bye-bye. Schau dann aber nochmal alle an. Ja, mache ich auch. Wir müssen ja sehen, dass dann hier wieder alle laufen. Hier sind ja, kommen ja auch immer noch Klumpen gefahren, ne? Wir könnten jetzt hier mal warten, dass sich hier wieder... Ne, hier sind überall noch Klumpen drin. Aber hier läuft jetzt alles richtig, genau. Hier bilden sich jetzt keine mehr. Doch. Nee, hier ist auch alles richtig. Ich habe bloß eine leer gemacht. Auch alles richtig, sehr gut. Hier ist noch was falsch. Deswegen kommen immer noch Klumpen. So, jetzt. Deswegen kamen da immer noch Klumpen. Das war noch gar nicht alles richtig hier. Nochmal die filternden Greifer an diesen Klumpen dort abgreifen. Das Band setzen. Jo. Okay, jetzt müsste es passen. So, wir müssen bloß die letzten Klumpen jetzt noch hier rausholen. Die dieses Band jetzt hier verstopfen. Bloß wo soll der die Klumpen hinstoppen, ist halt die Frage, ne?
Hier kommen jetzt keine Klumpen mehr gefahren. Das sieht gut aus. Da sollte Schluss sein mit Klumpen. Ach doch, da kommen immer noch Klumpen mit. Warum eigentlich? Ach, von da. Ja, das sind halt die letzten Klumpen, ne? Dann sollte hier nichts mehr passieren. Hier kommen immer noch Klumpen. Meine Fresse, das kann ja nicht wahr sein. Ich mach die mal in die Kiste. Das ist mir hier zu anstrengend. Hier. Eine Kiste. Ne, zwei Kisten. Ich glaube, einer wird es nicht schaffen. Dann hier. Schneller Greifarm. Hoch. Ne, müssen Filternde sein, ne? Schneller Filternder. Hab ich da welche? Ja, schneller Filternder. Bitte nur die Klumpen. Hier. Klumpen. Filter die raus, genau. Und das Ganze hätte ich jetzt gerne da unten auch nochmal gehabt. Ja. Genau, die kriegen nochmal Strom. Dann können die das ganze Gelumpe da rausfiltern. Dann sollte das eigentlich gehen. Das richtige Band abziehen. Welches richtige Band abziehen? Die sind beide verschmutzt. Soweit ich das weiß. Und jetzt werden sie, glaube ich, beide sauber gemacht. Eventuell kommt ja nochmal ganz selten einer mit durch. Sollte aber eigentlich gehen. So, die Klumpen hier mal schön reinhauen. Kennst du einen Klumpen? Weg damit. So, Klumpen sind mal losgeworden. Jetzt können wir die Geoden nochmal wegschmeißen. 1, 2, 3, 4. Gut. Wie sieht's aus? Irgendwelche Klumpen? Nee. Geil. Und jetzt kommen hier auch keine Klumpen mehr. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Das arbeitet jetzt hier vor das Kanonenrohr durch. Können wir das hier wieder abreißen. Die letzten Klumpen und Geoden noch irgendwo reinfeuern. Und fertig ist der Lachs. Geil, Omat. Gut. Den hier müssen wir übrigens umstellen. Der filtert nämlich Eisenerz raus. Das ist aber falsch. Das Haupterz hier ist Zinn. Müssen wir hier mal Zinn draus machen, ne? So. Darf alles verfeuert werden außer Zinnerz. Was hat er denn hier noch? Kobalt. Nochmal Quarz. Okay. Und Zink. So geil ist das Korne. Kein Alu ist dabei, kein Nisch. Das heißt, das ganze Zeug müssen wir noch fünfmal aufbauen oder so. Wir können nochmal ganz kurz gucken. Wo kommt denn das Alu raus? Bei den Klumpen. Bei Givolet-Klumpen kommt Alu mit raus. Und Eisen. Das ist nice. Hallo und nochmal Zink. Nochmal Zink. Okay. Bei Jevolit. Ja, den brauchen wir nicht. Der Klumpen hier macht. Ach, Blei ist das, glaube ich, ne? Bleiglanz heißt das Ding. Das heißt gar nicht Erz. Deswegen habe ich es nie gesehen. Silber kommt hier mit bei rum. Hier kommt das Gold mit rum und Bauxit. Also Rubeid ist auf jeden Fall das nächste. Wegen Gold. Rubeid müssen wir als nächstes aufbauen. Ja, nice. Die Anlage steht. Damit würde ich sagen, wir sind für heute durch, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über ein Follow freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann höchstwahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Ja.
würde ich mal so sagen, ne? Alles denn, ich wünsche euch wunderschöne Feiertage, guten Rutsch und wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Jahr wieder. Alles denn, macht's gut, ciao.